Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind hier immer noch im Vertaniawald, haben ihn ja eigentlich abgeschlossen letztes Mal. Genauso wie Vertania City und jetzt geht's auf nach Mamoria City. Los geht's. Direkt andere Musik. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegrand bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit den geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und Leute, ich habe mein Team ausgewechselt. Wie ihr schon hier seht, ist ein Safcon jetzt im Team zum Beispiel. Hey, je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Okay. Auf geht's nach Mamoria City. Oh, oder auf Route 2. Ah ja, hier kann man, hier braucht man wieder diese Schnitttechnik. Gibt's hier irgendein neues Pokémon? Nope. Okay. Dann Mamoria City. Hey Noni, du kommst wie gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Noni? Da kann man gegen einen superstarken Trainer antreten, den sogenannten Arenaleiter. Gegen einen Arenaleiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Ja, Evoli freut sich. Schau mal, Evoli. Ist auch schon ganz heiß auf einen Arenakampf. Stimmt doch, Evoli, oder? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch hier. Hier. Dankeschön. 5 Tränke. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Ja, Gönnung. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arenaleiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Also viel Glück euch beiden, ihr schafft das. Aber zuerst schauen wir uns hier in Mamoria City um. Ah, hier sind wieder die Leute aus dem Geschäft. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Ja. Gut, auch wenn es nicht danach aussieht, das ist knallharte Arbeit. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Ja, ja, so schaut's aus. Ich find's so lustig, wie Safcon hier hinterher stolziert. Hallo. Warst du schon im Museum? Nein, eigentlich nicht. Oh, du sollst aber unbedingt mal hin. Was hat Kleinstein zu sagen? Klein. Und du? Ah, so schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass Mamoria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist immer so angenehm frisch. Mhm. Echt super, wenn es immer ein angenehmes Wetter hat. Okay, sprechen wir jetzt nochmal mit dem kleinen... Ah, Safcon, was hast du? Safcon hat unter der Pflanze etwas gefunden. Nana-Beere, super. Smetbo sagt, es wird ein Smet, ja. Mein Flatty findet immer so tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Okay. Ich habe hier eigentlich noch... Ah ja, genau. Ich muss als erstes... Wo ist denn der Eingang? Ah ja. Ich muss jetzt erstmal in den Pokémon Center, da ich keine Pokébälle mehr habe. Willkommen im Pokémon Center. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Okay, dann nehme ich sie mal kurz in meine Offhut. Genau. Ah ja, da könnt ihr jetzt mein Team sehen. Sie sind wieder topfit und bereit für den Kampf. Danke. Beere uns bald wieder. Mach ich. Achso, das ist hier gar nicht so. Upsala, ich hab's verkackt. Oh mein Gott, die spielen Switch. Ich tausche meine Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe 2 Pikachu, deswegen macht's mir nichts aus, eins zu tauschen. Ja, das wissen wir schon. Das Mädchen sagt wahrscheinlich auch.
Für schlappe 500 kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigsten Knabbereien der Kanto. Die Kanto je gesehen hat, die Mamoria-Cracker. So beliebt, dass ich täglich nur eins pro Nase verkaufen kann. Interesse an Knuspergenuss? Ja, her damit. Oh, das war aber teuer. Naja. Cool. Tüte Mamoria-Cracker. Hier hinten. Ah, du bist wieder der, wo immer das. Was? Team Rocket ist auf dem Weg Mondberg? Ich telefoniere gerade, störe mich nicht. Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City, ist ein Profi im Umgang mit Geistens Gesteins-Pokémon. Upsala. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken dem Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen eine Arenaleiter bestehen willst, ja. Rocco, jetzt wissen wir schon, ja. Rocco ist natürlich der erste Arenaleiter. Wie es auch im Anime war. Oh, hier ist noch die. Hallo. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Ja. Hallo. Nidoran. Nidoran, sitz. Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja. Hätten wir auch nur ein paar Orden. Okay, wir arbeiten uns langsam voran bis zur Arena. Ah, jetzt gehen wir. Ja, ich wollte ja eh Pokébälle kaufen. Ich kann mir jetzt zwar nicht viele kaufen, aber naja. Naja, ich will was kaufen. Und zwar Pokéball. 4 Stück erstmal nur. Ich weiß, lohnt sich fast gar nicht, aber naja. Ich habe nämlich fast alle aufgebraucht. Wunschlos glücklich. Tschüssi. Ein zwielichtiger Mann hat mir dieses seltsame Pokémon umgedreht. Es ist total schwach und das, obwohl es ganze 500 dafür hingeblättert habe. Ah, das ist wahrscheinlich dieses Carpador, von dem man schon gehört hat. Trainiert man sein Pokémon eifrig, können sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein. Naja, wenn man die hochlevelt. Gut, dann gehen wir jetzt hier nach oben in das Haus. Was gibt's denn hier? Oh, der Opa, hallo. Mit wachsamer Erfahrung erlernt Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Damit kenne ich mich gar nicht aus, super. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie, ja, das weiß ich schon. Super. Hey, wie komme ich denn? Achso, da komme ich wieder auch nur mit diesem Rankenhieb hoch. Dann müssen wir jetzt noch in dieses Haus. Kommen wir da überhaupt hin? Oder ist das sogar die Arena? Ja, ich glaube, es ist sogar die Arena. Naja, gut, haben wir Mamoria City etwas angeschaut. Oder wo geht's hier lang? Mamoria City Wissenschaftsmuseum. Ah ja, da sollte ich auch noch reingehen. Das ist die Arena, ja. Pokémon Arena von Mamoria City, Arenaleiter Rocco. Ja, der steinharte Pokémon-Trainer. Das werden wir noch sehen. Was hast du mir zu sagen? Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen sollen? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Ah, okay. Das heißt, man wickelt sie mit Mondsteine. Also wirklich, Flagmon. Dieses musst du nur immer so störrisch sein. Oh, hallo. Entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Mamoria City Museum geplant.
Aber nun hatte mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Haha, Fleckmon mit Fleck. Haha, Fleck. Könntest du vielleicht hierbleiben und auf mein Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Ja, es dauert auch nicht lange. Klar. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal ein Weilchen allein. Tschüss. Dann spielen wir mit dem Fleckmon. Hello, Fleckmon. Fleckmon steht ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Wow. Schwerste Aufgabe. Fleck. Danke, dass du gut auf meinen liebsten Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das für dich. Du hältst eine Riesenperle. Von der Frau. Cool. Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Museum. Ah, hier sind wir, die ganzen Wissenschaftler. Willkommen. Für Kinder beträgt der Eintritt 50. Ja, nehme ich. Viel Vergnügen. Aha. Das ist ein Aerodactyl, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, ich bin nicht so der Profi. Okay. Gehen wir mal nach oben. Hallo. Reden wir mit dir mal. In der Ausstellung für den Monat dreht es sich alles um das Thema Raumfahrt. Okay. Ja, schwer zu erkennen, ne? Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Man kann Sachen entwickeln. Ein Evoli wie deins wäre perfekt für meine Tochter. Aber so gut, wie ihr euch steht, kannst du es unmöglich tauschen. Ich hätte gern ein Evoli. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ja, ein Evoli. Ich besorge dir eins, versprochen. Ach, das war schon mit der Ausstellung. Reden wir noch mit dir. Damals, in den guten alten Zeiten, setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel weit entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn er Neues zum Thema Weltraum gibt. Okay, dann wird es jetzt Zeit für die Arena. Ich komme echt schnell durch hier in Mamoria City. Oder reden wir noch mit dir? Ah, ja, können wir gar nicht. Ja, gut, ne? Okay. Dann let's go in die Arena. Aber davor ändere ich noch mein Team. Und zwar, ja, das sind ja alles Pflanzen-Pokémon, die drei. Deswegen muss Bibor, tue ich jetzt mal auf Platz 1. Oder bericht mal ganz kurz. Käfergift, also es gibt keine Pflanzen. Aber Clefensa ganz sicher bewegen. Bitte an erster Stelle. Safcon bewegen. Okay. Wird schon passen irgendwie. Unsere erste Arena. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arenaleiter zu besiegen. Also pass auf, in der Arena von Mamoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arenaleiter antreten willst, musst du entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Ja, Clefensa. Wunderprächtig, mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mamoria City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zu kräftiger Champ. Ja, ja, werde ich schon nicht. Okay. Ich denke mal, wir müssen jetzt... Ah, man kann die auch umgehen, wenn man will.
Finde ich aber unnötig. Willkommen in der Arena von Mamoru City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als die bis deine bisherigen. Okay, let's go. Unsere erste Arena, werden wir es hinkriegen, die Picknickerin Jeanette zu besiegen. Die setzt Kleinstein ein, okay. Nicht Seth, es ist Clufensa, upsala, okay. Ich weiß nicht mal ihre Attacken, super Voraussetzung. Ja, Rankenhieb wird schon passen. Oh. Okay, One Hit. Wow, das ging schneller, als ich gedacht habe. Du bist eindeutig zäher als alle meine bisherigen Gegner. Ja. Schau, Leute, man kann auch hier so rumlaufen, aber ist ja langweilig. Wir wollen hier kämpfen. Fighten. Hey, stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Gegen dich zu gewinnen wird definitiv genauso schwer wie gegen die andere. Gut, was setzt Kämpfer Georg ein? Auch Kleinstein. Aber der ist higher level, oder? Wieder Cliffhanger. Der andere war Level 9 und der... Ah, nee, Level 7. Oh, wow. Die haben sogar selbes Level. Wird sich bestimmt jetzt was ändern. Okay, das ist schon unfair, eigentlich. Aber ja, passt schon. Camp Georg wurde besiegt. Ach, verflixt. Lichtjahre messen ja die Entfernung, nicht die Zeit. Tja, ging wohl schneller, als wir gedacht haben. Und schon sind wir bei Rocco. Okay, kämpfen wir gegen ihn. Oh, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Mamoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich mein felsenfeste Entschlossenheit wieder. Da war gerade wieder ohne IE, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da war Super Nintendo. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keine Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf seinen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Ja, das werden wir noch sehen, wie gut oder schlecht meine Chancen sind, Rocco. Arenaleiter Rocco fordert dich heraus. Oh, er hat zwei Pokémon. Kleinstein, again. Bitte sei nicht Level 7, das wäre ein bisschen lame. Oh, Level 11, super. Sonst wäre es echt lame. Jetzt vielleicht schaffen wir es nicht mal mit einem? Oh, okay, doch. Ja, Leute. Was wird ihr, welches Pokémon kommt wohl jetzt? Wer weiß es nicht? Schreibt in die Kommentare. Und es ist natürlich Onix. Ja, wer hätte es gedacht? Nein, ich bleib bei dem Pokémon. Okay, setzt deine Onix an. Ein übertrieben großes Onix. Ich würde es jetzt am liebsten fangen. Rankenhieb. Und viel Damage? Ah, nee, passt schon. Oh, ja, wir machen viel Damage. Okay, Wicke. Ja, ich will jetzt mal nicht kein Risiko eingehen. Und ja, dann finish mir jetzt einfach mal Rocco. Pow! Rocco wurde besiegt. Komm, jetzt. Oh, Clefensa Level 12. Ich hab's eigentlich nur im Team, weil ich es entwickeln will, so. Wie alle Pokémon. Pikachu erreicht Level 9, Safcon Level 9. Pikachu versucht Doppelkick zu erlernen. Ja, vergiss mal eine. Doppelkick. Unterschlag. Zuckhieb. Ich tu den Heuler wegmachen. 1, 2 und schwupp. Pikachu hat Heuler vergessen und erlernt Doppelkick. Arenaleiter Rocco wurde besiegt, jetzt aber. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Oh mein Gott, fast 2000. Ja, jetzt kann ich mir wieder Pokéwelle kaufen.
Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Evoli. Du erhältst den Felsorden von Rocco. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Du erhältst TM1 Kopfnuss von Rocco. Du schaust das Item in der TM-Box. Mit einer TM kannst du einem Pokémon auf der Stelle die darin enthaltene Attacke beibringen. Oh, das ist cool. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TM01 enthält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit seinem steinharten Kopf Schaden zu. Aber wie wir es gerade im Links gesehen haben. Im Kampf. Okay. Dann sind wir fertig mit der Arena. Hast du uns irgendwas noch zu sagen? Ganz wie ich es mir gedacht hatte, du hast definitiv das Zeug dazu, Champ zu werden. Naja. Stimme ist super von ihm, übrigens, Leute. Hey, du da! Du bist doch dieser Noni, oder? Ja, genau. Ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir zugezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einem Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest von deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt von dir. Hier, nimm das als Belohnung. 5 Superbälle, ja. Super. Jetzt passiert vielleicht das nicht mehr, wie es letztes Mal in dem letzten Part immer mit Bibor passiert ist. Wer es nicht gesehen hat, hol's nach. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber was ganz anderes. Das ist doch dein Pokédex, oder? Dann hat Opa also wirklich es geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumgezählt müssen. Und nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du bei meinem Opa in der Forschung in die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Okay, der erste Kampf, die erste Arena ist vorbei. Und Leute, es ist kein Pokémon mehr draußen. Also wieder bewegen. Sorry Leute, muss kurz sein. Jetzt nehmen wir mal das Bibor kurz mal raus aus dem Pokémon. Können wir jetzt eigentlich nochmal mit dem spielen? Ja. Bibor sieht sich freudestrahlend deinen neuen Orden an. Ja, ich mich auch. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, hab ich jetzt eigentlich, aber naja, dann halt nicht, ne? Reicht jetzt überall. Kann man da nicht hoch? Nein, da kann man nicht hoch. Wartet mal. Ah, okay. I understand. Ah, jetzt habe ich ja diese 500 und kann mir bei ihm dieses eine Pokémon kaufen. Ja, das haben wir schon gehört. Da kann man es ihm nicht abkaufen. Nochmal. Ein zwielichtiger Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angetötet. Es ist total schwach und das, obwohl ich das ganze 500 dafür hingeblättert habe. Suchen wir mal diesen Mann. Würde ich sagen. Beziehungsweise wir schauen jetzt erstmal auf die Karte. Ja, ein Beutel, stimmt. Einsetzen, denn ja genau. Also Leute, wir haben hier angefangen, sind dann nach Vertania City, in den Vertania Wald. Und dann nach Mamoria City. Als nächstes kommen wir nach an den Mundberg. Beziehungsweise, wie kommt man denn ins Dicta, in die Dicta-Höhle? Mal schauen.
Vielleicht gehen wir da jetzt noch hin. Aber so ja nicht über den Wald, denke ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter nach hier. Und dort. Du bist ja... Du hast ja den Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Orden du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Hauser-Dream ist so ein Pokémon-Supermarkt. Ah, stimmt, ich wollte mir ja noch welche holen. Danke, Kleiner. Aber du wusstest, das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immerhin in fast jeder Stadt einen. Ja, trotzdem habe ich es vergessen. Okay. Hauptsache, ich war da gerade drin, aber ich hole mir nichts. Oh ja, jetzt habe ich Geld, endlich mal. Superbälle. Danke, und jetzt noch ein paar normale. Ja, danke schön. Und das war's dann. Tschüss. Okay, dann versuchen wir jetzt mal die Dicta-Höhle zu finden. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Also jetzt, wir wollten hier langlaufen. Danke nochmal, Kleiner. Wo sind wir denn jetzt? Auf der Karte. Okay, nein, so kommt man, glaube ich, nicht an die Dicta-Höhle. Mamoria City. Ich schneide mal kurz. Ah, okay, Leute, man muss einfach hier das wegschneiden und dann kommt man da rein. Aber das müssen wir erst machen, wenn wir diese Fähigkeit endlich mal kriegen. Fragt sich nur wie. Und ja, ihr habt jetzt Dick da gesehen. Ob es nicht in den Beutel ins Team wollte ich. Dann holen wir jetzt noch Pikachu. Ja, Pikachu. Pikachu! Wir spielen Let's Go Evoli und Pikachu rennt uns hinterher. Okay. Ja, wir waren ja hier überall. Das heißt, wir würden jetzt... Also, ich würde sagen, wir laufen jetzt auf Route 3. Warst du schon im Museum? Ja. Sind die Fossilien vom Mondberg nicht total abgefahren? Naja. Route 3. Was ist er? Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen bei vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihrem Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere ich uns heraus. Und du bist Fighten, ja. Okay. Schaust du mich so an? Oh Mann, die Gören sind immer so arrogant. Ja, wie hast du mich angeguckt? Göre Lena. Mirapla. Mirapla kann man gar nicht kriegen in Let's Go Evoli. Kann ich mal so anmerken, wenn wir es schon hier sehen. Es geht nur in Pikachu. Kampf. Tackle. Und schade. Ey, Mirapla, das ist nicht nett. Ich hasse die Fähigkeit. Oh wow, aber so viel hat es nicht geheilt. Okay, dann machen wir jetzt noch einen Doppelkick und dann wird das schon passen. Ja, perfekt. Mirapla wurde besiegt. Ha, keine Lust mehr. Boah, die ist ja bis jetzt mit Archon die arroganteste. Nee, Leute, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, kämpfen wir gegen den Trainercoach. Du scheinst jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainercoach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten? Ja, gerne doch. Klaro, geht's los. Mal gucken, wie viele Pokémon er hat. Er hat Trainercoach Findus. Ah, er hat auch nur eins. Was? Dieser Samen. Oh. Aber ich denke mal, Evoli wird das schon alles kriegen. Kampf, dann nehmen wir ein Rückzug-Keep. Okay, der war nicht sehr effektiv, beziehungsweise einfach nicht gut. Was ist das jetzt?
Alles klar. Oha, ist ja voll unfair, die Attacke. Genauso wie bei Mirapla, ist voll gut bei Pflanzen-Pokémon. Dann bin ich ja wieder Tackle. Und finish dich. Ja. Und jetzt nicht wieder? Ja, gut. Ich denke, jetzt wird's... Hä? Ach so, das bleibt über länger drin. Ich habe mir schon gedacht, der kann zwei Attacken auf einmal ansetzen. Ja, komm. Trotzdem schade ich dir immer mehr. Tackle. Ich will vielleicht Level 14. Evoli will Sandwirbel erlernen. Ja, darfst du. Und was haben wir gesagt? Heuler, genau. 1, 2 und schwupp, Evoli hat Heuler vergessen. Und erlernt Sandwirbel. Der Rest deines Teams wird... Ah, ja, genau. Tauf die Level 13. Du hast mich geschlagen. Oh mein Gott, 1100. Es lohnt sich richtig, gegen die zu kämpfen. Danke für den Beleber. Beleber kannst du einsetzen, wenn einer deiner Pokémon besiegt ist. Ein Trank hilft dir dabei nicht. Aber ein Beleber macht sie wieder komplett fit. Nee, nur, das macht nur ein Top-Beleber. Aber Leute, bevor ich jetzt... Ich will wohl kämpfen. Ja, der will kämpfen. Okay. Kämpfe gegen den Knoops. Na, was hältst du von meinen Shorts? Guck sie dir ruhig an. Alles klar. Schon auf die Hose gucken, okay. Knips Tim fordert dich heraus. Und das Tabitak ein. Evoli, you can do it. Oh, ich soll jetzt vielleicht Sandwirbel machen, aber naja, um sie auszutesten, ja. War mir klar, dass es sonst zu schnell geht, aber naja. Oh nein, verloren! Oh ja, gut, die ist jetzt Ende, dann kämpfen wir gegen dich auch noch. Du setzt eh wieder Pflanzen-Pokémon ein oder Käfer. Käfer-Pokémon meine ich. Sorry. Camper Marvin. Setzt Nidoran. Weib männlich ein. Evoli. Doch kein Pflanzen oder Käfer. Glaube ich. Okay, Tackle. Giftstachel. Oh. Bitte nicht vergiftet. Dankeschön, Evoli. Sehr nett, Nidoran. Und danke, Evoli. Für dein Immunsystem. Okay. Kämpfer wurde besiegt. Kämpfer Marvin, genau. Haushof verloren. Okay, wo geht's hier lang? Nee, so weit will ich jetzt nicht nach vorne, denn ich habe da vorne noch etwas gesehen. Und zwar... Ich habe schon... Ich glaube nämlich, hier geht's in die Diktra-Höhle. Oder? Zumindest sehr... Oh wow, hier sind zwei Pokebälle. Drei Pokebälle. Okay, man kommt hier anscheinend doch nicht rein. Wo bin ich eigentlich auf der Karte? Okay. Gut zu wissen. Ich habe schon gedacht, da geht es jetzt in die Diktra-Höhle. Aber naja, wenn es nicht geht, will ich mich nicht beschweren. So, in dem Pokéball ist ein Trank. Okay. Immer gut zu haben. Und jetzt geht's weiter, Route 3. Nein, nein, oh mein Gott, wäre ich fast runter. Ratzfratz, wow. Den brauche ich jetzt. Na, wir wollen hier ja jeden Trainerkampf mitnehmen. Deswegen nehmen wir dich auch noch, Kämpferin. Na, wie kommst du denn hierher gehuscht? Picknickerin, achso. Ab da, es gibt keine Kämpferin.
Cornelia, also Nidoran weiblich, oh wow. Könnte ein Ehepaar sein. Zuerst setzt er neben Nidoran weiblich, männlich und die setzt Nidoran weiblich ein. Okay. Evoli Tekke, ja, ist wahrscheinlich, ja, genauso. Oh nein, Angriff oder meine Verteidigung, was sind Verteidigung? Oh nein. Du bist jetzt eh down, danke, dass du mir kein Damage gemacht hast, Nidoran. Picknickerin Cornelia wurde besiegt. War es schon vorbei? Cool, zwei Superbälle. Nee, Ratzfatz, auf dich kann ich verzichten. Ja, was habe ich da gesehen? Ja, Pokéball. Hab ich gewusst. Findest Lockparfüm. Verstaust es im Beutel. Anscheinend doch kein Pokéball, okay. Oder so ein Knirps. Ja, komm. Hallo. Ja, komm. Danke. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts, so ein Mist. Dann zieh doch mal lange Hosen an. Ich glaube, meiner hat selber kurze Hosen an. Bin mir aber nicht sicher. Knirps Alexander setzt Ratzfatz ein. Jetzt aber mit einem Ratzfatz ankommt. Level 6er Ratzfatz. Der wird jetzt nicht gewonnen-shottet, oder? Als ob er anfangen darf. Ja, trotzdem One-Shot, oder? Ja, es geht gut. Okay, super. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ja, er hat einen schlechten Tag. Brennnessel und kurze Hosen und... Und auch noch verloren. Oh, Pikachu, was hast du? Pikachu hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Nana Bäre. Okay, danke. So. Du bist ein Pokémon-Trainer. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Ja. Aber du bist jetzt ein Käfertyp. Sicher. Safe. Was setzt da ein? Der Leon. Kukuna. Okay. Again. Ja, perfekt. Das war super. Dass es jetzt alles so flott geht. Aber mein Evoli ist auch schon Level 14 und die kommen mit Level 6er. Mit anderen Pokémon hätte ich bestimmt gewonnen. Ja, ja, definitiv. Drei Pokébälle. So, was steht hier auf dem Schild? Route 3 zum Mondberg. Okay, gibt's hier noch... Ah, oh, hier ist wieder ein Pokéball. Okay, super. Leute. Oh, ein Habitat. Oh mein Gott. Ja, ein neues Pokémon wenigstens in einem Part. Ich wollte gerade sagen, Leute, es gibt gar keine Pokémon. Keine neuen Pokémon, sorry. Hey, ich hab komplett gerade gemacht, aber okay. Aber jetzt ist ein großartiges jetzt. Habitat wurde gefangen und Bibor Level 9. Ah ja, stimmt. Pokédex-Eintrag habe ich schon komplett vergessen, weil wir gar keinen hatten. In großen Höhen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann es pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Ja, die sind ja so Teams. Nein, Ratzfatz, du kannst nicht zu mir. Oh wow, die hat noch eins. Ja, das ist ja immer so hier, die Spawnrate ist dann höher. Ja Leute, ich würde jetzt aber sagen, da ist der Mondberg. Und das ist doch ein super Abschluss für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Also beim nächsten Mal. Pokémon, let's go, Evoli. Und ciao.